Einen zauberhaften, wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meiner Parfum-Jahresfavoritenliste. Ich habe hier eine Menge an Parfum liegen und ihr seht meine wunderschöne Sporthose und mein halbwegs elegantes Oberteil. Ja, outfitmäßig sind wir heute auch wieder super aufgestellt, nicht wahr? Ja, wir fangen, glaube ich, sofort an, denn das Jahresfavoriten-Video zum Thema Beauty, Make-up und Pflege ist etwas in die Länge geraten. Deshalb möchte ich das heute ein wenig eindämmen. Deshalb starten wir sofort. Und zwar mit, ich glaube, ich mache keine irgendwie so eine Reihenfolge aus High-End und Designer-Düften, Sommer, Winter. Ich mache einfach querbeet. Und zwar ist das erste, was mir hier in die Hände fällt, von Maison Francis Kurkdjian Paris der Grand Soir. So sieht er aus, Grand Soir, der große Abend. Alleine die Farbe des Duftes, das ist halt immer komplett meins, ne? Dieses Amberfarbene, dieses Bernsteinfarbene ist wunderschön. Und der Duft ist so wahnsinnig warm, würzig. Also wenn ihr Amberdüfte liebt, werdet ihr den vergöttern. Das ist ein Duft, auf den ich immer angesprochen werde. Also wenn ich den trage, habe ich wirklich die Garantie, dass ich dafür Komplimente einsammle, wie sonst was. Also der ist wirklich einfach nur sehr, sehr besonders speziell. Der riecht wirklich wie ein großer Abend, wie ein Abend in Hollywood auf dem roten Teppich und dann in einem wunderschönen Restaurant mit Hummer und wow, mit Kerzenschein, warmem Licht und ja, ihr seid einfach der Star des Abends mit diesem Duft. Also ihr habt eine Aura um euch, die einfach würzig, elegant, sophisticated. Also wirklich so, ich bin da und ich weiß, wer ich bin. Und ich bin eine Frau mit Power oder halt ein Mann, je nachdem. Also es ist ein Unisex-Duft auf jeden Fall. Ich sehe den aber eher einer Frau. Und oh, der ist so wahnsinnig wunderschön. Könnt ihr zum Beispiel riechen bei Piper oder in anderen, ja, Piper ist jetzt nicht unbedingt eine Nischenparfümerie, aber die haben mehr Nischendüfte oder halt in anderen Nischenparfümerien. Also schaut euch den unbedingt mal an. Ein wahnsinnig wunderschöner, eleganter, zauberhafter Duft. Der nächste Duft, der mir hier in den Händen gelangt, oh, what the fuck, ist Hypnotic Poison Eau de Parfum von Christian Dior. Eau de Parfum betone ich hier, da ich den wirklich primär getragen habe, neben dem Eau de Toilette, was auch wunderschön ist. Ich habe ja das Vintage Eau de Toilette von Hypnotic Poison. Aber das Eau de Parfum ist einfach nochmal tiefer, nochmal sexier. Also ich finde den Duft unglaublich sexy, verwegen. Der riecht so ein bisschen, also der, was heißt ein bisschen, der riecht nach Lakritze. Also wirklich so, ich sehe da Lack und Leder und roten Lippenstift. Ich trage den unglaublich gerne, wenn es kälter ist. Einfach auch schon auf meine Klamotten gesprüht, kommt wirklich so ein With, diese Aura hoch, dieses Duftes. Und der ist wahnsinnig intensiv. Also ihr müsst den Duft Hypnotic Poison wirklich mögen. Der ist ja schon etwas spezieller, halt auch diese Mandelnote. Oh Gott, ich liebe das einfach. Diese dunkle, verruchte Vanille, also auch dieses rauchige, also diesen Duft umgibt einfach wirklich so eine rauchige, verwegene, versaute Aura schon fast. Also ja, falls ihr sowas sucht, ist Hypnotic Poison Eau de Parfum genau das Richtige für euch. Und der Flakon allein, ich liebe ja die Poison-Flakons generell. Dieses tiefe, dunkle Rot ist einfach beschreibend für diesen Duft und ja. Den dürft ihr nicht verpassen. Traum, Traum, traumhaft. Hier ein kleines Fläschchen eines wunderschönen Duftes. Den hatte ich mir in einem Dreier-Set bestellt. Also da waren drei Flaschen dieser Größe drin. Also 3x15 Milliliter. Ich glaube, es sind 15 Milliliter. Ja. Und zwar ist das Bottega Profumiera Gourmand. Gourmand. Der heißt einfach nur Gourmand. So sieht das Fläschchen aus. Bottega Profumiera Gourmand. Und damit riecht ihr einfach wirklich, als wärt ihr durch eine Süßigkeitenfabrik spaziert. Da ist Karamell dabei, da ist Zuckerwatte dabei. Dieses unglaublich tiefe, schon fast klebrig, sirupartige Süße. Muss man wirklich mögen. Also das ist halt wirklich wahnsinnig. Zucker, Karamell, Süßigkeiten, Kiste, süß. In Köln gibt es so einen kleinen Süßigkeitenladen in der Altstadt. Der ist so süß. Das ist wirklich so ein ganz kleiner Süßigkeitenladen. Vielleicht kennt ihr den auch. Da draußen sind auch diese rosa-weißen Zuckerstangen. Okay, das sah jetzt gerade ein bisschen falsch aus.
Okay. Auf jeden Fall erinnert er mich unglaublich an diesen Laden. Das ist einfach so ein süßer, kleiner, in so einer kleinen Harry Potter Gasse ist dieser Laden und daran erinnert er mich einfach an so einen urigen, alten, kleinen, süßen Vintage Süßigkeitenladen. Also wunderschöner Duft, kriege ich auch sehr viele Komplimente für und kann euch wirklich nur empfehlen, da mal euer Näslein dran zu halten. Next one ist Angel Muse. Wow, dieser Duft. Oh my God. Ihr müsst Angel definitiv mögen. Also der hat die Angel-DNA, also wirklich dieses Innere des Angel-Duftes, was einfach unverkennbar ist. Also Angel... What the fuck? Fallen lassen. Angel hat einfach so eine... ja, so eine Aura und so, Aura ist heute mein Lieblingswort, oder? Einfach so dieses... Angel ist einfach unverwechselbar, ihr wisst, was ich meine. Und das hat dieser Duft, aber mit einer Nuss-Nougat-Note. Wow, das ist einfach wirklich Angel mit Nuss-Nougat. Wow, wunderschön. Also definitiv ein Must-Have, wenn ihr Angel liebt. Also ein Traum. Und wo ist jetzt mein Deckelchen hingeflogen? Wissen wir nicht, müssen wir gleich mal nachschauen. Ne? Auf jeden Fall ein wunderschöner Duft, der seine Liebhaber sucht, nicht wahr? So, then we have got Jill Sander, Eau de Parfum Poudre. Der kam dieses Jahr auch als, beziehungsweise letztes Jahr, als Intense-Version raus, was ich eigentlich voll die Farbe, oh, ein Eichhörnchen! Ich habe hier vor der Tür so eine Grünfläche und da sind ein paar Bäume und da rennen immer Eichhörnchen rauf und runter, da lief gerade eins vorbei. Nein, ich lasse mich nicht schnell ablenken. auf jeden Fall. Oh Gott, ich liebe einfach Eichhörnchen. Das ist auch so ein, ja, so ein Ding, was man nicht über mich wissen muss, aber ich es euch jetzt sage. Eichhörnchen sind meine absoluten Lieblingstiere und auch das Wort, also das englische Wort für Eichhörnchen, Squirrel, ist mein absolutes Lieblingswort. So, wisst ihr da auch Bescheid? Auf jeden Fall, dieser Duft ist voll die Verarsche in der Intense-Version, weil er für mich genau gleich riecht. Aber dieser Duft ist für mich wirklich der Inbegriff. Ich dachte gerade, ist einfach der Inbegriff, das ist auch gerade sehr windig draußen, deshalb schwanken die Bäume hin und her, das irritiert mich leicht. Der Inbegriff, wie wenn man einfach aus einer Badewanne mit Vanille-Tonka-Duft steigt. Man hat einfach wirklich diese Wärme und dieses Pudrige. Es gibt ja dieses Körperpuder, da gibt es ja diverse von und so riecht das. Der riecht halt auch so ein bisschen Vintage, also auch so leicht altes Hollywood. Man steigt aus dieser Vollbadewanne. Es hieß ja auch immer, Marilyn Monroe hat sich immer ein wenig Chanel Nummer 5 in die Badewanne hineingegossen, so ein paar Tropfen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann so gerochen hat. Halt dieses etwas pudrige, warme, oh, wunderschöne Duft. Also, Don't Sleep on It, Jill Sander. Eau de Parfum Poudre, auch diese milchige Farbe des Parfums. I can't even. Ja, ich muss sagen, wow, das meistgetragene Parfum, obwohl es gar kein wirkliches Parfum ist, es ist eher ein Eau de Cologne, aber wahnsinnig intensiv wie ein Parfum, ist das Eau de Missions, ich weiß gar nicht, ob man es richtig ausspricht, Le Couvent de Minimes, Eau de Missions heißt es einfach, ja. Oder Missions, whatever, so sieht es aus. Kann man online definitiv noch bekommen. Es heißt aber, dass der aus dem Sortiment gegangen ist, was mich definitiv etwas nervös machen lässt, denn das ist wirklich so ein Duft. Oh mein Gott, ich rieche ihn schon hier. Oh Gott. Den kann man auch wahnsinnig gut zum Layern benutzen. Ich habe heute noch nichts drauf. Das werden wir gleich nochmal ändern. Jetzt gerade in diesem Moment zum Beispiel. Oh mein Gott, diese Wärme. Es ist einfach die absolute, perfekte Backvanille. Also wenn ihr schon mal mit Vanille gebacken habt, mit Vanilleessenz und Vanilleschoten, that's the scent. Alleine die Farbe, ne? Das ist einfach dieses Dunkle. Es ist Rum, es ist Vanille, es ist einfach wirklich, ich backe. Ich habe ein Backfest mit Vanille und Rum und backe 1000 Kuchen und Cookies und das ist dieser wahnsinnig wunderschöne Duft. Ich habe hier diese kleine Flasche, habe aber auch... Oh mein Gott, heute ist es wieder soweit. Ich habe auch eine riesengroße Pulle, aus der ich immer
was in die kleine hineinfülle, weil auf der großen logischerweise kein Sprühkopf. Aber das ist unglaublich praktisch. Und ja, schaut einfach unbedingt online vorbei. Eau de Missions, also EAUDES und dann Missions, also MISSIONS. Und ja, einfach einer der wunderschönsten Düfte, die es gibt. Es gibt ja auch von Guerlain den Spiritus Double Vanille und dazu soll der ein Dupe sein. Und der riecht dem wirklich sehr, sehr ähnlich. Nur, dass der Guerlain-Duft weitaus teurer ist. FYI. Kommen wir zu Schokoladendüften. Und ich befürchte gerade, dass das Video auch wieder lang wird. Wir sind schon bei 10 Minuten und ich habe hier noch einiges vor mir stehen. Fuck. Aber Entschuldigung, ich habe schon wieder geflucht. Ja, ich habe für mein letztes Video auch Kritik bekommen, dass dann und wann ein kleines Curse Word, also ein bisschen Fluchen stattfindet auf meinem Kanal. Wer mich schon länger guckt, das ist leider hier gang und gäbe. Ich entschuldige mich nicht dafür, weil mein Kanal ist kein Kinderkanal und wir sind hier nicht auf dem Ponyhof. Also von daher, falls ihr ja da wirklich sehr empfindlich seid, wenn hin und wieder mal das F-Word oder irgendwas anderes fällt, dann bitte ich euch jetzt abzuschalten. Vielen Dank, meine Damen und Herren. So, wir haben hier einen wunderschönen Schokoladenduft und zwar ist das der Comptoir Sud Pacifique Paris Amour de Cacao. Wie der Name schon sagt, Amour de Cacao. Ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann. Da ist auch schon einiges raus, schon fast die Hälfte. Und das ist einfach wirklich Kakaopulver. Ihr macht die Nesquik-Packung auf und schnüffelt dran und das ist dieser Duft. Wow, wahnsinnig feines, leckeres Vollmilch-Kakaopulver. Ein absoluter Traum. Und ein anderer wunderschöner Kakao-Schokoladenduft ist der Al Rehab Pocket Spray Schoko Musk. Es ist dieses wunderschöne Stück, das ist halt, ist eigentlich noch was drin? Ja. Das ist ein praktisches kleines Taschenspray, was schön flach ist, was man sich in die Hosentasche schon fast stecken kann oder einfach in die Handtasche. Schoko Musk ist einfach die wunderschönste Duftrichtung. Ich habe das als Duftöl, als diese Version und als ja, Duftcreme. Ich benutze die Creme mal als erstes, dann das Duftöl und dann darüber on top dann dieses Spray. Und Mamutschka, ich muss es auch jetzt wieder benutzen, weil es einfach, oh, ich liebe einfach, oh, das ist einfach wirklich, ich habe schon tausendmal auf meinem Kanal beschrieben, aber ich sage es nochmal, ihr backt Schokoladen, Vanillemuffins, holt sie aus dem Ofen raus, noch nicht mal Vanille, also eher wirklich Schokolade. Holt sie aus dem Ofen raus, sie sind noch warm, ihr brecht sie auf und der Dampf aus diesen Muffins ist Schokomask. Ein absoluter Traum, Mamushka. So, weiter geht es mit Olympia Legend. Das ist dieses kleine wunderschöne Fläschchen und normalerweise sind Paco Rabanne-Düfte jetzt nicht unbedingt auf meinem Radar, aber der ist schon irgendwie was ganz Besonderes. Der hat so eine unglaublich cremige, leckere Kokosnote und im Sommer finde ich den genial. Der hat auch was leicht Fruchtiges, aber einfach diese Kokosnote, die hat mich damals gefangen und den liebe ich sehr im Sommer, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Ich finde den auch am schönsten aus der ganzen Olympia-Reihe, also schaut euch den unbedingt an, Olympia Legend, wenn ihr auch auf diese wunderschöne, zarte, cremige Kokosnote steht. Und ich muss gerade mal einen kleinen Schluck meines Wassers nehmen. Oh, oh, oh. Ach, danke Gott für Wasser. L'Essenteur Gourmand Vanille de la Réunion. Ein, wow, ich glaube einer meiner meist benutzten Düfte ever. Den muss ich mal wieder nachbestellen. Der lässt euch wirklich träumen. Also wow. Das ist für mich wirklich einer der perfektesten Vanilledüfte ever made. Also da stimmt wirklich alles. Der ist nicht zu süß. Also das mögen ja viele auch nicht, wenn Düfte zu süß sind. Also der ist wirklich nicht zu süß. Wow, dafür habe ich mir jetzt diese dramatische Pause gegönnt. Der ist wirklich nicht zu süß. Also wirklich, der hat, ich kann es kaum beschreiben, ist auch so ein bisschen in Richtung Backvanille, aber halt unsüßer. Der ist unglaublich, wow, also der ist so warm, der ist so gemütlich. Also der lädt wirklich zum Kuscheln vorm Kaminfeuer ein.
Ich liebe den einfach unfassbar. Also, sprüh ihn auf, Anni. Ja, es ist einfach diese unglaublich leckere, schon fast, ich muss meinen Arm essen, Backvanille. Wow, sehr, sehr lecker. L'Essentiel Gourmand Vanille de la Réunion ist sehr günstig zu bekommen. Also meistens kriegt ihr den für 30, also 28, 30 Euro. Auf Amazon könnt ihr den bekommen und auf Essenza Nobile zum Beispiel. Also der ist relativ leicht zu bekommen und ja, kann ich wirklich empfehlen, den mal zu testen, wenn ihr Vanille mögt. Vanille haben wir auch hier drin. Da muss ich aber sagen, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Also den gibt es, glaube ich, saisonal bei Zara und zwar Deep Vanilla. Und was sehr lustig ist, normalerweise, also als ich den gekauft habe, war die Flüssigkeit da drin durchsichtig, transparent. Also der ist wirklich über die Zeit sehr nachgedunkelt, weil da halt sehr viel Vanille drin ist und dafür bekomme ich einfach auch unglaublich viele Komplimente, weil es einfach eine sehr leckere, auch ein wenig pudrige, süße, unglaublich köstliche Vanille ist. Also, ich will jetzt gar nicht so viel zu erzählen, weil ich nicht weiß, ob es den noch gibt. Aber falls ihr den bei Zara mal sehen solltet oder im Zug bei Parfumo, das ist auch immer eine super Möglichkeit, Düfte zu finden, die es nicht mehr wirklich im Handel gibt. Also bei Parfumo auf der Seite, ich versuche daran zu denken, sie zu verlinken in meiner Infobox, gibt es die Kategorie Souk und da könnt ihr Namen von Düften eingeben und dann werden Anbieter angezeigt, die beispielsweise Abfüllungen verkaufen oder noch Düfte in voller Größe oder in halb voll oder ne, je nachdem. Und da könnt ihr sowas noch finden. Also Zara Deep Vanilla, eine wunderschöne Vanille-Empfehlung meinerseits. So, eine unglaubliche Überraschung dieses Jahr. Ich bin wahnsinnig auf Alien abgefahren. What the fuck? Ich mochte früher Alien an anderen Menschen unglaublich gerne, weil ich immer dachte, wow, was hat der drauf oder was hat die drauf? Das riecht unglaublich lecker. Aber an mir war der Duft irgendwie nie so schön, dass ich gesagt habe, wow, davon brauche ich jetzt einen Flakon. Aber mittlerweile, man ändert ja Geschmäcker, man ändert wirklich, ja, Dinge, die man zu sich nimmt, also isst oder wirklich riechen möchte. Und das hat sich bei Angel bei mir, Angel, Alien unglaublich geändert. Ich mag diesen Duft unglaublich gerne. Ich habe auch den, ich will immer Angel sagen, Alien Fusion, den roten Flakon, der ist für den Sommer unglaublich schön. Aber Alien ist einfach, wow, der ist schon wirklich komplex, sexy, besonders. Und falls ihr den früher vielleicht auch nicht mochtet, und den lange nicht gerochen habt, probiert es nochmal. Also das gilt wirklich für alle Düfte. Probiert es nochmal, gebt dem Ganzen noch eine Chance. Ihr werdet es vielleicht nicht bereuen. So, meine Damen und Herren, weiter im Texte. Jean Paul Gaultier, Classique Eau de Parfum. Ich habe auch das Eau de Toilette, was auch wunderschön ist, aber ich finde, das Eau de Parfum ist noch ein kleines bisschen wärmer. Schon allein von der Vanillenote. Ich glaube, ich muss euch nicht beschreiben, wie Klassik riecht. Ich hoffe es nicht, denn den sollte man wirklich kennen. Den Duft gibt es, glaube ich, schon seit mehr als 25 Jahren. Und das ist einfach so ein Klassiker aus den 90ern, wie der Name auch schon sagt. Einfach auch dieser klassische Korpus, dieser Körper. Und oh, ich warte ja darauf, dass der Klassik Pin-Up rauskommt. Der hat nämlich so ein wunderschönes rosa Glitzer-Korsett und hat auch wunderschöne Duftnoten, auch von Vanille und Ingwer und etwas wärmer. Und ja, ich liebe einfach diesen Duft. Also, falls ihr Klassik kennt, das Eau de Parfum finde ich unglaublich schön, einfach warm und ja, einhüllend in eine warme Decke. Sehr, sehr schöner Duft. So, oh my God, that's one of my favorites. Wie alle Düfte in diesem Video. Und zwar von Lancôme, der Trésor Nuit à la Folie. Vielleicht könnt ihr es hier lesen auf diesem kleinen Bändchen, à la Folie. Das ist einer der neueren Düfte von dieser Nuit-Reihe. Und wow, my God, ist der schön. Es ist einfach, ihr riecht wie ein Dessert. What the F? Also, wow, der, oh mein Gott. Der ist so unglaublich süß und lecker und köstlich. Und oh, ich liebe einfach solche gemütlichen Düfte. Wisst ihr, also wenn man wirklich was aufsprüht und man sich so geborgen fühlt, als ob man eine dicke, fette, feste Umarmung von einem Lieblingsmenschen bekommt.
So ist für mich dieser Duft. Als ob ihr eine Kaschmirdecke umgelegt bekommt und eure Lieblingsserie auf Netflix angeschaltet wird, ihr einen Kakao in die Hand gedrückt bekommt und geknuddelt werdet. Das ist für mich dieser Duft. Unglaublich lecker, süß, komplex, warm, traumhaft. Gönnt euch diesen Duft, sprüht ihn euch mal auf und ihr werdet, wie ich, verzaubert werden. Wow, das war jetzt poetisch. Ich glaube, ich muss gerade mal kurz Schweigeminute. Nein, machen wir direkt weiter und zwar mit Samsara von Guerlain. Samsara Eau de Toilette, da war ich noch sehr glücklich und habe bei TK Maxx eine der alten Flaschen erwischt. Ich weiß nicht, ob der Duft verändert wurde, weil er auch umgepackt wurde und meistens geht damit eine Veränderung einher. Auf jeden Fall ist Samsara einer der traumhaftesten, wunderschönsten. Oh, wow. Wow. Der Duft haut einen wirklich um. Also riecht da unbedingt mal dran. Viele denken ja, ah, Samsara, der ist schon relativ alt, kommt aus den 80s, ist wahrscheinlich so ein Old Lady Duft. Nein, der hat einfach was unglaublich Selbstbewusstes. Auch gerade für den Alltag, fürs Büro fände ich den wunderbar. Der ist wirklich, also ist wirklich ein selbstbewusster Duft, aber wirklich unglaublich schön. Diese cremige Süße, dieses Sandelholz da drin, das ist einfach wirklich, den sehe ich definitiv nicht an einem jungen Mädchen, auch nicht an einer Dame, die in ihren 20ern ist, aber so in den 30ern, Spätzwanziger vielleicht auch schon, ja, aber der ist wirklich selbstbewusst, man ist angekommen und ja, eine selbstbewusste Frau von Welt, die weiß, was sie will. Wir tragen Samsara. Wow, einfach wunderschön. So, jetzt hole ich mir die Düfte, die hier noch stehen. Und zwar habe ich hier Jessica Simpson Fancy. Habe ich auch schon tausendmal drüber geredet auf meinem Kanal. Trage ich unglaublich gerne im Sommer. Ich meine, schaut euch diesen Flakon an. Ist der nicht wunderschön? Fancy von Jessica Simpson. Einfach ein karamelliger, oh, süßer, also der ist auch wirklich so zuckersüß und das ist einfach, das ist so ein gute Laune-Duft. Also wenn ihr wirklich so einen Tag habt, die Sonne strahlt vom Himmel, keine einzige Wolke, die Blumen blühen und Eichhörnchen spielen auf der Wiese, das ist einfach so ein Duft dafür. Ein absoluter leckerer, zuckrig-süßer, geht in die Richtung Mon Guerlain ohne die Lavendelnote, sehr karamellig, süß. Gute Laune. Also einfach nur, was war das jetzt für eine Bewegung? Gute Laune. Wunderschöner, leckerer, süßer, spritziger. Ja, ich bin total gut drauf, ne? Ja, Duft. Ich sollte aufhören, weiter zu reden und mit dem nächsten Duft weitermachen. Chanel. Ich glaube, es gibt nichts Eleganteres als Chanel. Also irgendwie dieses Schwarz-Weiße und dieses Logo ist einfach schon everything und über diesen Duft habe ich auch schon 5000 Mal auf meinem Kanal geredet. Beige von Chanel, einfach mein Frühlings-Sommerduft. Schlechthin, das ist die Eau de Toilette-Version. Es gibt mittlerweile zu kaufen nur noch die Eau de Parfum-Version, unterscheidet sich aber jetzt nicht wahnsinnig. Nur vom Preis, liebes Chanel-Team, ne? Ihr seid schon ausgefuchste Hunde. Ja, also Chanel ist da schon so ein kleines bisschen geizig, also die haben da ordentlich draufgeschlagen. Aber Beige ist für mich einfach Eleganz in Reinkultur. Die Perlenkette sitzt, der glossige Lippenstift liegt auf den Lippen. Man hat so ein leichtes Undone-Hair, also ist schon quasi so out of the bed. Nur Mascara, so ein ganz kleines bisschen Cream Blush. Ihr geht raus, wie gesagt, ein wunderschöner Frühlingstag, holt euch einen Kaffee. Geht durch die Stadt, gönnt euch hier und da eine Kleinigkeit und tragt dabei Beige und habt diesen unglaublich zarten Schleier dieser fabelhaften, süßen, honigsüßen, weißblühenden Eleganz um euch. That's the way it is. Und das ist Beige. Ein wunderschöner Duft, den ihr unbedingt riechen solltet. Gibt es in größeren Parfumhäusern, eher in großen Städten. Im Douglas in der Schildergasse könnt ihr sie riechen in Köln. Also ist auf jeden Fall eine Reise wert. So, wir achten ein wenig auf die Zeit und machen ein kleines bisschen schneller. Chagaf Oud von Swiss Arabian. So sieht die Verpackung aus. Habe ich bei Notino bestellt. Da ist er auch meistens zu bekommen für sehr kleines Geld, unter 30 Euro.
Und das ist einfach einer der perfektesten Düfte. Hallo, guter Herr, der da gerade aus der Tür herauskommt. Schönen Tag noch. Der perfektesten Düfte ever. Eine in Sirup getauchte Rose. Anders kann man es nicht beschreiben. Eine unglaublich köstliche, in Sirup getauchte Rose mit Holz. Hatte ich letztens einen kleinen Kommentar unter meinem Video. Du hast es Aoud ausgesprochen, das wird aber Oud ausgesprochen. Nein, man kann auch Aoud sagen, also A-O-U-D. So wird es auch ausgesprochen, meine Damen und Herren. Also lasst uns darüber nicht streiten. Also man kann entweder Oud oder Aoud sagen. Das ist relativ unterschiedlich und jedem selbst überlassen. Auf jeden Fall einer der wunderschönsten Düfte. Auch ein wundervoller Komplimentfänger. Also für den kriege ich immer Kommentare, Komplimente, wenn ich den trage. Weil der einfach wirklich komplex und wunderschön ist. Und einfach diesen Wow-Effekt hat. Was ist das für ein Duft? Oh mein Gott, wie gut riechst du. Und ja, und das für so ein kleines Geld, das ist der absolute Wahnsinn. Also kann ich euch als Blindbestellung schon wirklich empfehlen. Swiss Arabian Chagaf Oud. Ein Traum, ein absoluter Traum. So, der absolute Honigduft, welchen ich euch auch eigentlich nicht lange zeigen kann, weil es ihn nicht mehr gibt. Er wird nicht mehr hergestellt. Oh mein Gott, das ist mein Untergang. Ich muss ihn wirklich sehr, sehr sparsam benutzen. Das ist der H-100 aus der Schlossparfümerie bzw. H-100 Jubilee. Das ist eine Limited Edition. Hier kann man auch sehen, ich habe den 9. Flakon von 100 Flakons bekommen. Und ich kann doch nicht mehr sprechen, weil ich so traurig bin. Mittlerweile gibt es ihn einfach nicht mehr, wird nicht mehr hergestellt. Aber let me tell you, ich glaube, ihr könnt bei der Firma noch Abfüllungen bestellen. Also das könnt ihr definitiv versuchen, also bei der Schlossparfümerie in Stuttgart. Das ist einfach einer der authentischsten Honigdüfte, die mir hier unter die Nase gekommen sind. Oh mein Gott, er wurde kreiert von M. McAuliffe und der ist ja wirklich ein Meister auf dem Gebiet Vanille und einfach diese Komplexität dieser süßen Düfte. Und wow, das ist wirklich purer, komplexer, dichter, dunkler Honig. Wow. Also, ich will da jetzt nicht so viel zu erzählen, weil es ihn wirklich nicht mehr gibt. Und ihr könnt versuchen, eine Abfüllung zu bestellen, aber ja, wirklich ein absolutes Meisterwerk. Und vielleicht schaut mir die Schlossparfümerie ja zu. Bitte, bitte stellt ihn wieder her. Es ist einfach einer der großartigsten Düfte ever, ever, ever. So. Byredo Mojave Ghost ist für mich einer der absoluten Sommerdüfte. So sieht es aus. Noch schön in der Verpackung drin. Einfach ein unglaublich leckerer, floraler, wahnsinnig langanhaltender. Wie ich ja immer so schön sage, im Sommer läuft einem gerne mal die Suppe den runter. Und da ist es sehr nützlich, ein langanhaltendes Parfum zu tragen, was halt auch wirklich noch schön lange auf der Haut bleibt. Und auch diese Sandelholznote. Wow, das ist einfach diese florale, holzige Komponente. Er ist jetzt nicht wahnsinnig frisch, weil das mag ich ja eigentlich überhaupt nicht. Es muss halt immer noch so eine gewisse Wärme haben und das hat dieser Duft. Und ja, generell bei Byredo-Düfte sind es wert, mal dort vorbeizuschnuppern. Aber Mojave Ghost ist einfach mein absoluter Liebling. So, jetzt hatte ich kurz ein kleines Bäuerchen in der Pipeline. Sorry for that. Jetzt habe ich noch drei Honorable Mentions, die ich jetzt erst zum Ende des Jahres gekauft habe, aber definitiv auch erwähnenswert sind. Und zwar Kayali Vanilla 28. Steht hier drauf. Kayali Vanilla 28. Hier, 28. Da. Mein Alter. Not. Auf jeden Fall ist es ein wunderschöner Duft. Diese Farbe auch wieder, ne? Oh mein Gott, diese Farbe catcht mich einfach bei allen Düften. Und es ist ein wunderschöner, unglaublich leckerer Vanilleduft. Knallen wir uns den auch noch drauf. Ich bin ja für Layering, ne? Und da ist auch brauner Zucker drin. Und irgendwie riecht man dieses Karamellisierte auch wieder, dieses tiefgründige, wunderschöne Vanillige. Auch nicht zu floral. Ich glaube, hier sind auch florale Komponente drin. Ja, da ist einmal Vanilla Orchid,
Tonka Absolut, Brown Sugar, Amber Woods und Musk. Und wow. Wenn ihr auf Vanille steht, ist das euer Ding. Die gibt es bei Sephora. Man sollte das Deckelchen noch richtig draufsetzen. Gibt es bei Sephora, gibt es auch verschiedene Versionen. Die bringen auch immer wieder was Neues raus. Das ist übrigens die Marke von Huda Beauty. Und ja, wirklich ein wunderschöner Vanilleduft. Solltet ihr nicht verpassen. Also auch wirklich warm. Geht in die Richtung Spirituos Double Vanille oder der Eau de Missions, aber nochmal ganz anders. Und wunderschön. Mamutschka. So, der nächste. Ombre Kandahar. Ombre Kandahar. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Eau de Parfum. Und falls ihr auf Amber Pflaume steht, also wirklich, wenn ihr Pflaume in Düften liebt, zum Beispiel den Plum Japonais von Tom Ford. Wow. Oh mein Gott, als ich den hier das erste Mal gerochen habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Diese unglaublich dunkle, saftige Pflaume, also wirklich so eine fast schwarze, saftige, süße Pflaume mit der Amber-Komponente. Komponente. Wow, absolut meisterhaft. Und die Farbe des Duftes, guck mal, dieses wunderschöne Rot, das ist einfach dieses Fruchtfleisch der Pflaume. Roch am Anfang so ein kleines bisschen wie ein Kuhstall, aber der entwickelt sich zu dem wunderschönsten, wie schon gesagt, dunklen Pflaume-Amberduft, den ihr hier auf der Haut getragen habt. Also, wow, wunderschön. Ombre Kandahar. Und jetzt noch was ganz Besonderes, den ich eigentlich erst in meinem Haul zeigen wollte, aber jetzt auch noch mal kurz einen kleinen Blick drauf werfen lassen möchte, ist von Zoologist Bee. Und ihr wisst ja, glaube ich, dass ich Honigdüfte liebe, dass ich einfach eine große Parfumsammlung habe und da wirklich auch überwiegend Honigdüfte drin sind. Also was heißt überwiegend, aber ein Großteil der Düfte haben die Komponente Honig. Und ich dachte mir, wenn ich den Duft hier nicht besitze, was bin ich dann für eine Sammlerin? Also der musste unbedingt in meine Sammlung. Ich werde über den noch in meinem nächsten Video mehr erzählen, weil er einfach wirklich, wow, der hat mich so umgehauen. Alleine die Verpackung, schaut euch mal dieses Bild an. Die Bienenkönigin, höchstpersönlich, that's me. Und wow, ich kann euch nur sagen, ich bin unglaublich begeistert und habe auch noch die Special Edition Packung bekommen mit diesen Honigwaben. Wow, ist da, oh mein Gott, das ist für mich wie Porno, ne? Shit. Okay, gut, reden wir darüber in meinem nächsten Video, denn das Video ist schon wieder lang genug. Ich hoffe, euch haben meine Parfum-Favoriten gefallen. Könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mitnehmen und schreibt mir bitte gerne eure Parfum-Favoriten. Mein Gott, what's going on? Trinken wir noch mal einen Schluck Wasser? Schreibt mir doch bitte eure Parfum-Favoriten aus dem Jahr 2019 in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Habt eine tolle Woche, ein tolles Jahr sowieso, aber das habe ich ja schon im letzten Video gesagt. Gesund, voller Liebe und Glück. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Und bis dahin verbleibe ich auch im Namen meiner Eltern, Anni, Schrägstrich, Flickchen. Wow, halt die Klappe. Macht's gut, bis dann. Tschüss.